Heute hat das Sekretariat für die Weltsynode die vollständige Liste der Mitglieder, der Teilnehmer an der Weltsynode im Oktober 2023 veröffentlicht. Und was Deutschland betrifft, gibt es Überraschungen. Es gab schon 3 Bischöfe in der deutschen Delegation, die von der Bischofskonferenz bestimmt worden sind. Das waren die Bischöfe Betzing, klar, als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Overbeck von Essen, auch ein, wie Betzing, ein rabiater Befürworter des synodalen Weges und damit einer deutschen nationalen Synodalkirche. Und als dritter der Liste war Bischof Meyer von Augsburg, der im Laufe des synodalen Weges immer mehr ein Kritiker, ein Gegner geworden ist des synodalen Weges. Allerdings nicht immer hat er eigentlich gut abgestimmt. Zum Beispiel hat er nicht Nein gesagt zum synodalen Ausschuss, also zur Finanzierung, obwohl er sich im vergangenen Jahr an Rom gewendet hatte bezüglich einer Verpflichtung, ob man an diesem synodalen Ausschuss bzw. am synodalen Rat teilnehmen müsste. Das heißt, eigentlich ist er grundsätzlich ein Gegner eigentlich des synodalen Ausschusses. Er hat auch nach der Abstimmung, und wo klar wurde, dass er ja gestimmt hat für die Finanzierung, er hat sich mehr oder weniger auch entschuldigt. Das heißt, man kann eigentlich schon sagen, Bischof Meyer in seiner gegenwärtigen Position ist eher ein Gegner des Synodalweges und einer deutsch-nationalen Synodalkirche. Ja, und er sagt das auch. Er hat sich ja auch oft kritisch dazu geäußert. So, und welche Bischöfe hat der Papst nun bestimmt? Und zwar sehr überraschend ist wirklich Kardinal Müller, der natürlich rabiat gegen den synodalen Weg, also der hat wirklich mit sehr großer Schärfe den synodalen Weg kritisiert, aber auch die Weltsynode. Ja, er sagt, die Weltsynode ist wirklich eine sehr gefährliche Veranstaltung und es kann so werden, so heretisch und spalterisch werden, wie beim deutschen synodalen Weg. Also das ist schon beachtlich, dass Kardinal Müller ein Teil der deutschen Delegation ist, also das ist wirklich sehr erfreulich. Bischof Oster von Passau, also ganz klarer Gegner des synodalen Weges. Er hat auch Nein gestimmt zum synodalen Ausschuss zur Finanzierung und er hat eigentlich immer auch richtig abgestimmt in den entscheidenden Abstimmungen in den synodalen Versammlungen. Ja, und das auch immer gesagt, immer auch rechtfertigt, also in Stellungnahmen während den Debatten der Synodalversammlung. Dann ist auch Bischof Genn dabei. Er ist eigentlich ein Befürworter des synodalen Weges, aber nicht in der rabiaten, in der fanatischen Art und Weise, wie das Betzing oder wie das Overbeck sind, die eben schon jenseits von Gut und Böse sind. Also da muss man sich fragen, ob da noch irgendetwas zu erwarten ist, ob sie sich irgendwann mal noch bekehren und dann wieder katholisch werden. Bei Bischof Genn hat man den Eindruck, okay, er ist ja, sagt ja zum synodalen Weg, aber er macht das nicht mit der Werf, wie das zum Beispiel jemand wie Overbeck oder Bischof Betzing, die im Grunde genommen schon völlig in den Kategorien einer deutschen Nationalkirche denken. Aber auf jeden Fall, wenn man sich allein die Bischöfe sieht, kann man so sagen, 3 Gruppen oder 2 Gruppen machen. Also wenn man sagt, 2 Gruppen, es gibt 3 Befürworter, des synodalen Weges, wo einer nicht so rabiat ist, also Bischof Genn, Münster. Und es gibt 3 ganz klare Gegner, wo Bischof Meyer eher, so ein bisschen manchmal etwas, wackelt, sagen wir so. Aber ansonsten würde man sagen, okay, es gibt 3 Gruppen, es gibt ganz klar 2 rabiate Synodalbischöfe, Betzing, Overbeck. Es gibt 2 ganz klare Gegner, Müller und Oster. Und es gibt 2, die sozusagen in der Mitte sind, wobei die auch, da gibt es, also je nachdem, wie man das nuancieren will. Ja, auf jeden Fall ist es ein Überraschen. Das heißt, diese Übermacht der Synodalbischöfe, der Synodalkirche wird es nicht geben, zumindest in der Delegation der deutschen Bischöfe. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Deutschen, die dort Teilnehmer sein werden. Und zwar der Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks Renovabis, das ist der deutsche Priester Thomas Schwarz. Ich weiß nicht, ich nehme an, er ist nicht gut. Ich nehme an, er ist eher für den synodalen Weg. Ansonsten würde er nicht diese Stellung haben bei Renovabis. Ja. Und auch ein in Paris lehrender deutscher Jesuit, Christoph Theobald, über den ich eigentlich nichts sagen kann. Wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, was die Position von Thomas Schwarz ist, aber im Zweifel ist er eher für den synodalen Weg. Ja, ansonsten hätten die Bischöfe kaum ihn als Hauptgeschäftsführer von Renovabis irgendwie bestellt. Also, aber vielleicht ist das nicht. Wenn jemand weiß, wie diese Personen so ticken, dann bitte schreiben Sie in die Kommentare. Dann weiß man, okay, worauf man sich einstellen muss.
Und Teil der Delegation, und zwar der Laien, ist Professor Söding. In dieser Weltsynode werden auch wird es auch Laien geben, ich glaube 70 insgesamt. Und immerhin ein Deutscher, und zwar Thomas Söding. Das ist der Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also auch ein rabiater Synodaler. Ja, sehr fordernd. Er sagt, dass die Beschlüsse des Synodalweges müssen umgesetzt werden. Die Bischöfe sind dazu verpflichtet, etc. etc. Das heißt, er redet völlig im Widerspruch zur Satzung des Synodalweges. Ja, so rabiat ist er für den Synodalweg. Aber er normalerweise tut das in einer Sprache, die noch einigermaßen im normalen Dialog hat. Also er hat natürlich nicht solche Wutausbrüche wie zum Beispiel Frau Dr. Irmerstetter Karp. Ich weiß nicht, wie diese Wahl zustande kam, ob zum Beispiel ob es eine Vorschlagsliste gab, wo zum Beispiel auch Frau Dr. Irmerstetter Karp war, also die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Und dann wurde eben eher Söding gewählt und nicht eben Stetter Karp. Ob diese Vorschläge auch von der Bischofskonferenz kamen, welche anderen Namen da drauf standen, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls ist es so, dass Söding eben als Deutscher da sein wird. Ja, er war ja auch schon in Prag. Ja, vielleicht hat man gesagt, okay, wir müssen einen von diesem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, aber zumindest nicht die Präsidentin, die wirklich in letzter Zeit wirklich so dermaßen unmöglich Aussagen gemacht hat und so gewettert hat gegen die Kirche und gegen die Bischöfe, dass man dann jemanden gewählt hat, der zumindest im Vergleich zu Stetter Karp etwas moderater ist, aber dennoch ein rabiater Synodaler ist. Ja. Auf jeden Fall, das Ganze ist interessant. Also für Deutschland ist zumindest die Delegation nicht so katastrophal, wie sie ursprünglich war. Also wir haben jetzt sozusagen eine ausgeglichene Geschichte. Ja. Also man freut sich ja über solche Dinge schon. Aber es ist schon beachtlich, dass Kardinal Müller das ist, weil er natürlich wirklich sehr direkt ist, wirklich sehr scharf in seiner Kritik ist und eben auch die Weltsynode kritisiert hat, sehr scharf. Er hat ganz klar gesagt, die Weltsynode droht im Moment genauso eine Katastrophe zu werden wie der deutsche Synodale Weg. Er hat ganz klar gesagt, der Synodale Weg ist völlig heretisch. Ja. Und er sagt, er warnt, also in der Weltsynode kann dasselbe passieren, ja, wie mit dem Synodalen Weg, also extrem spalterisch sein, ja, und weil natürlich viele Leute die Weltsynode auch missbrauchen, um völlig heretische Geschichten da vorzubringen, wie das zum Beispiel tatsächlich auch Bischof Betzing vorhatte. Also das Ganze ist wirklich sehr spannend, mal sehen, was da passieren wird. Andere Listen sind leider Gottes sehr schlecht, insbesondere die US-amerikanische Liste. Da wurden einige Leute hinzugewählt, die wirklich, ja, wirklich schlecht sind. Also zum Beispiel der Kardinal McElroy, ja, und andere auch. Also da ist es weniger erfreulich. In Deutschland wurde sozusagen, hat man gesagt, okay, wir wollen sozusagen eine Art Pattsituation schaffen, damit die nicht so, damit die diese deutschen Heretiker, so hat man sich das wohl in Rom ausgedacht, damit die da nicht irgendwie zu wichtig werden. Da müssen wir sozusagen genau das Gegenteil auch haben. Und das ist natürlich vor allen Dingen in den Personen von Kardinal Müller und Bischof Oster. Vielen Dank.